Ja. Da gehen Sie immer geradeaus. Herbert. Ja, immer geradeaus. Die erste nicht. Die zweite Querstraße ist es auch nicht. Die dritte ist es nicht. Nee, die ist es nicht. Die vierte ist es auch nicht. Die vierte ist es nicht. Die fünfte muss es aber sein. Ne? Das sehen Sie schon da. Der 42er, der fährt da nicht. Da ist ein großes Möbelgeschäft auf der anderen Seite und ein Lampengeschäft. Ja, Lampenprediger, ne? Herbert, das ist nicht Lampenprediger, das ist Lampengiese. Lampenprediger sitzt am Raupenweg und am Wissmannsplatz. Er muss mehr nach der Fettstraße hinlegen. Da kommt da hinten dieses Hochhaus, das große Hochhaus. Mhm. Und dann kommt erst die Tankstelle. Also da nicht rein, da bloß nicht rein. Aber die nächste Straße, nicht? Die geht so schräg rein. Da, wie heißt die denn noch? Ich komme nicht drauf. Mit Ruhe am Anfang. Herbert, das ist doch ein Umweg. Na, kann doch die Tassenstraße ganz durchgehen bis zum Küchenplatz, Ecke Rentnerallee beim alten Kuchenretter und dann nimmt er den Bus dagegen. Aber der fährt da nicht mehr, das ist jetzt Einbahnstraße. Er muss jetzt ganz rum am Küchenparadies vorbei, dann Rentnerplatz, dann Kreissägenstraße bei Walter Böse, sein Tortoladen, wo Lotte oben draufsteht, da kommt er wieder raus, der fährt da gar nicht mehr. Der 72er, aber nicht der 43er. Ja, der 72er fuhr früher dort, wo der 83er jetzt fährt, bei Wettenprediger vorbei, wo es neulich gebrannt hat. Da stand auch noch in der Zeitung, Großbrand, ja. Über... Na, bald 2 Millionen. Da sind doch jetzt überall diese Feuerteufel zugange. Ja, wo war denn das noch? Es stand doch ganz groß in die Zeitung. Und in der Tagesschau haben sie es auch gezeigt. Nee, das war nicht dieser Großbrand, dieser andere, der die Treppenhäuser ansteckt, gegenüber vom Piff, Herbert, vom Puff. Den meine ich nicht. So, der lebt doch nicht mehr. Nee, das war so ein kleiner, ne? Der hat sich nachher aufgehängt. Der hat mit Perrywurst angefangen, dann hat er gegenüber von Wurstpeters aufgemacht, hat ihn kaputt gemacht, ja. Herbert, du meinst Schinkenwurst Schmidt. Die ganzen Wurstbuden, die waren doch erst, nachdem sich die Schlachter, nachdem sie ausgebrannt sind, nachdem das mit denen in der Fleischvergiftung in der Zeitung stand. Ja, und der hat sich aufgehängt. Herbert, der doch auch. Das war doch die Zeit, wo sich die 3 Schlachter hintereinander aufgehängt haben. Der eine Sohn hat nachher dann den Imbiss aufgemacht. Da stand doch noch das mit den Frikadellen in der Zeitung. Ja, und der hat sich dann später aufgehängt. Herbert, der doch nicht.